Die Himmelsscheibe hat einen Durchmesser von 31,5 cm. Sie wiegt etwa 2,3 Kilo, ist also sehr schwer. Die Himmelsscheibe zeigt eine ganze Menge Spuren. Zuallererst sehen wir hier Spuren schwerer Beschädigungen. Hier sehen Sie das Vollobjekt, also der Vollmond oder die Sonne ist hier ausgerissen. Und hier gibt es auf der Oberseite eine ganze Menge Kratzer. Ein anderer Schlag geht hier rein und zerschlägt das Goldblech hier an dieser Stelle. Hier am Rand ist die Himmelsscheibe schwer zerschlagen. Wir wissen heute, dass das durch die unsachgemäße Bergung der Raubgräber passierte. Wir haben sogar das Werkzeug, das ist eine Art umgebaute Feuerwehrhacke, mit dem die Sondengänger, die die Himmelsscheibe ausgruben, sie unsachgemäß aus dem Boden rissen. Sie konnten die Himmelsscheibe nicht sehen, denn sie war stark mit Erde verkrustet und verbacken, sodass sie nicht sehen konnten, was sie dort gefunden hatten. Sie gingen davon aus, sie hätten einen alten Eimerdeckel gefunden. Erst als das Gold glänzte, war ihnen klar, dass sie hier einen wertvollen und wichtigen Fund gemacht hatten. Die Himmelsscheibe selbst ist des Weiteren relativ stark verkratzt. Die Kratzer stammen daher, dass sowohl die Entdecker als auch der Hehler versucht hatten, die Himmelsscheibe zu reinigen. Sie haben die Himmelsscheibe in Wasser gelegt und mit Akkupatz geschrubbt. So fest war das Sediment verbacken. Auf der Rückseite haben sie nicht alles Sediment abgemacht. Auf der Vorderseite haben sie die Himmelsscheibe grob gereinigt, sodass das Bild dort zu erkennen war. Daher stammen natürlich zahllose Kratzer. Durch hochauflösende Fotografien und Scans ist es uns möglich, die modernen Kratzer von den Kratzern, die bei der Herstellung der Himmelsscheibe in der Antike gemacht wurden, zu unterscheiden. Die Frage, wie das Gold befestigt wurde auf der Himmelsscheibe, lässt sich relativ leicht klären. Wir sehen hier unterschnitten sogenannte Tauschierrillen. Das Tauschieren ist eine Technik, bei der Blech eingelegt und festgehämmert wird. Wir wussten nicht, dass das hier in der Frühbronzezeit üblich war, war es auch nicht. Die Tauschierung wurde importiert, die Technik, aber sie wurde angewendet, um dieses Bild herzustellen. Die Goldbleche, die hier tauschiert wurden, waren wesentlich dicker als Goldbleche heutzutage. Die werden heute ganz dünn ausgewälzt. Die waren immer noch ein paar Zehntel Millimeter dick, sodass man relativ viel Gold dafür brauchte. Wenn wir die Himmelsscheibe umdrehen, dann sehen wir hier so einen interessanten Kratzer. Und der Kratzer kommt daher, dass jemand versuchte, ob sein Meißel, mit dem er hier tauschieren möchte, auch schneidet. Der erste Schmied hätte das gewusst, denn der erste Schmied, der die Himmelsscheibe hergestellt hatte, der wusste, dass sie nur mit 3% Zinn legiert ist und dass diese geringe Legierung dazu führt, dass zwar die Bronze einigermaßen geschmeidig ist, aber dass die Bronze noch weich genug ist, um später Dinge einzubringen, etwa mit einem Meißel und die der Himmelsscheibe tauschieren zu können. Wenn wir uns die Technik genauer ansehen, dann sehen wir, dass dieser Stern, der hier gemacht wurde, vielleicht der erste Stern war. Die Tauschierung ist noch nicht so richtig gelungen und seitlich wirft sich so ein Wall auf. Der Stern ist auch etwas kleiner und man hat sich offenbar von oben nach unten heruntergearbeitet. Und das betrifft die erste Phase. Wir wissen, dass die erste Phase der Himmelsscheibe aus einer Goldcharge besteht. Es handelt sich um Sterne und nicht um die Horizontbögen und nicht um das Schiff. Und hier war noch ein Stern und hier waren noch zwei Sterne. Das heißt, wir hatten in der ersten Phase der Himmelsscheibe 32 Sterne, einen Sichelmond und einen Vollmond oder eine Sonne. Ein ganz einfaches Bild, das aber tatsächlich von allen das komplexeste Bild ist. Auf diese Bildbedeutung werden wir noch später eingehen.